ihr vielleicht Interesse an einem Fass Branntwein? Ich bin mir sicher, dass Jorge noch heute liefern würde. Nein, danke. Wir haben noch etwas. Und seit die Barrikade errichtet wurde, kommen deutlich weniger Gäste als sonst. Aber ich brauche das Losungswort. Jorges Losungswort für seine Krangaunerei? Wärst du ein vertrauenswürdiger Kunde von ihm, würdest du es kennen. Sloff und seine verdammte Logik. Wie wäre es, wenn wir Jorge für seine Wucherpreise eins auswischen würden? Was schwebt dir vor? Kaputtklappen? Sagen wir so, ich könnte Jorge den strengen Arm des Gesetzes auf den Hals hetzen. Schildträger? Dosenmännchen. Also ich weiß nicht. Die Sache ist trollsicher und alles ist vorbereitet. Ich brauche nur Jorges Losungswort und zack, wir haben ihn bei den Hammelbeinen. Und die Sache kann nicht zu uns zurückverfolgt werden? Ich habe keine Lust, zukünftig noch höhere Preise für unseren Alkohol zu zahlen. Keine Sorge. Es ist eine geheime Geheimoperation, versteckt in einem Geheimnis. Versteckt in Geheimnis? Verdient hätte er es. Ach, was soll's. Die Losung lautet, Gold macht nicht glücklich. Tatsächlich? Hier, ein Sack Silberlinge für den Branntwein. Das ist es mir wert, wenn Jorge und dem ganzen Händlerpack dafür das Geschäft verhagelt wird. Sehr schön. Danke. Dürft ihr bei der Wahl eine oder zwei Stimmen abgeben? Man sollte meinen, da wir zwei Stimmen haben, sollten wir auch zwei Stimmen abgeben dürfen, nicht wahr? Der Stadtrat sah das leider anders. Und wen wollt ihr jetzt wählen? Erzmagier Alistair natürlich. Ratschor, Frau van Buren. Kleine Frau, sagt, wie es ist. Grump mag es gerne unkompliziert. Steuern runter, mehr Arbeit für alle, Seefels Nummer 1. Aber du glaubst nicht daran. Mir wäre es auch lieber, wenn Probleme schneller gelöst würden. Aber van Buren bedeutet Stillstand oder Rückschritt. Beides hat noch nie geholfen. Ich mag Sloff. Wir werden beste Freunde, Kumpel. Die Jacke da über dem Stuhl scheint jemand vergessen zu haben. Oh, sie gehört einem jungen Gast. Er, nun ja, geriet in einen Streit mit Herrn Schildträger von der Stadtwache und wurde inhaftiert. Rowdy! Gleich wegsperren! Was ist passiert? Er trank gemächlich sein Bier. Schildträger trat ein, erkannte in ihm einen der Protestler und forderte ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der junge Mann weigerte sich, meinte, er hätte nichts verbrochen und würde sich nicht einfach durchsuchen lassen. Dann Peng, Knüppel und eingesperrt. Aua. Und die Jacke? Hängt seitdem dort. Wir behalten sie als Pfand, bis er sein Bier bezahlt hat. Dann macht's gut, ihr zwei beiden, einen. Auf Wiedersehen. Ciao. Jo, ciao mit O. Das ist die Jacke eines Protestlers. Aha. Sie hat mehrere Aufnäher. Und hier vorne ist ein Pin angeheftet. Nehmen wir einfach mal mit. Bemerkt? Oh, ich habe eine fiese Idee, aber wird wahrscheinlich nicht klappen. Was würde passieren? Ach, klappt nicht, schade. Wenn wir Bloch diesen Pin anheften. Das wäre schön gewesen. An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Papier, Holz, alles ist da. Nur niemand, der sich aufwärmen will. Sauerei. Na gut, wischen wir erstmal Jorge etwas aufs. Was? Wer ist das denn? Das ist ja der fürchterliche Junge aus dem Unterricht. Ganz schön spät für so einen kleinen Kerl. Jungen Kerl. Heda! Wow! Sie sind Wilbur Wetterquarz! Ach echt? Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Bist wohl beleidigt, weil ich heute Morgen in der Schule bewiesen habe, dass ich mehr von Magie verstehe, als du gedacht hast. Was?
Wovon sprechen Sie, Meister Wetterquarz? Hä? Nee, ich spiele Ihren Kampf nach. Wie Sie und Captain Bonnet und Prinzessin Ivo die Erzhexe Mordroge auf dem Schwarzen Turm besiegt haben. Haben wir? Tatsächlich? Es muss der tollste Kampf aller Zeiten gewesen sein. Die einsamen Helden, umgeben von Monstern, stellen sich der Anführerin der Schattenarmee und ihrem Sohn Munkus. Piu! Wusch! Krach! Oh Mann. Ja, ganz so dramatisch war es vielleicht nicht. Ein jahrzehntelanger Krieg, das Artefakt des Schicksals. Und plötzlich ist Frieden. Wenn das nicht dramatisch ist. Du warst heute Morgen in der Schule ganz schön frech. In welcher Schule? Siehst du, und schon wieder willst du mich auf den Arm nehmen. Aber Meister Wetterquarz, ich würde nie... Heute Morgen in der Zaubererschule hast du versucht, mich zu verunsichern und vor den anderen Schülern dumm dastehen zu lassen. Die Zaubererschule? In der Oberstadt? Da darf ich doch gar nicht hin. Ich bin nicht in Seefels geboren und bestimmt nicht wichtig genug, um einfach so in die Oberstadt gelassen zu werden. Okay. Du willst mir weismachen, dass du heute Morgen nicht bei mir im Unterricht warst? In Ihrem Unterricht? Um Zauberer zu werden? Das wäre so cool. Ich glaube immer noch, dass du mich auf den Arm nehmen willst. Oder hast du einen Zwilling? Nicht, dass ich wüsste, Herr Wetterquarz. Ah. Vielleicht hat jemand meine Gedanken kontrolliert, ohne dass ich es bemerkt habe. Jetzt bin ich mir sicher, dass du mich veralbern willst. Nein, könnte doch sein. Nicht alle Hexenmeister, Nekromanten und Anwälte der Schattenarmee wurden gefasst, oder? Anwälte, okay. Gut zu wissen. Weißt du, was das Artefakt des Schicksals ist? Es kann jeden Wunsch erfüllen. Sie haben sich bestimmt gewünscht, dass das Böse besiegt wird, oder, Meister Wetterquarz? Wir haben es nie eingesetzt. Der Erzmagier warnte uns, dass die Macht des Artefaktes zu groß sei. Aber wenn man sich alles wünschen kann, dann kann man sich doch einfach gute Dinge wünschen. Erzmagier Alistair glaubt nicht, dass die Welt so funktioniert. Und ich vertraue ihm. Wenn Sie das glauben, dann glaube ich das auch. Warum habe ich das Gefühl, dass das PT ist? Es ist schon spät. Ist es nicht langsam Zeit, nach Hause zu gehen? Ich warte, bis im Gasthaus keine Gäste mehr sind. Manchmal geben Sloth und Grump mir ein Zimmer, wenn es niemand mietet. Oh. Du hast gar kein richtiges Zuhause? Ich habe gleich mehrere. Manchmal schlafe ich unten in der Zeltstadt. Und manchmal lässt mich die Witwe Bolter auf der Bank vor ihrem Kamin schlafen. Aber wenn ich im Gasthaus in einem richtigen Bett schlafen kann, dann nehme ich natürlich das. Oh Gott, wir müssen ihm helfen. Ich habe ein kleines Zimmer in der Schule. Wenn du im Gasthaus kein Bett findest, kannst du gerne bei mir schlafen. Mein Hasenschaf wird sein Bett heute wohl nicht so verteidigen können wie sonst. Und ich schlafe auf dem Boden. Das wäre ja... Wow! Aber die Schule liegt in der Oberstadt. Da darf ich nicht hin. Oh. Ach, diese alberne Regel. Vielleicht gewinnst du ja in der Lotterie. Was für eine Lotterie? Es soll morgen eine Lotterie geben. Der Gewinner darf in der Oberstadt leben. Das wäre ja fantastisch. Vielleicht hast du Glück. Jeder hat die gleiche Chance. Das klappt bestimmt. Und wenn nicht heute, dann vielleicht beim nächsten Mal. War schön, dich wiederzusehen oder zum ersten Mal getroffen zu haben. Ich hätte es bestimmt nicht vergessen, wenn ich sie schon einmal getroffen hätte, Meister Wetterquarz. Oh Mann. Entweder der Junge macht sich über mich lustig, oder das ist ein weiterer Punkt für unsere Liste seltsamer Vorgänge. Ja, das wird immer seltsamer hier. Psst! Jorge! Und, Petey? Wie lautet die Losung? Gold macht nicht glücklich. Solange es im Beutel der anderen klimpert. Ganz recht. Also,
Ein Fass Branntwein wolltest du haben? Genau. Macht einen kleinen Sack Silberlinge. Alrighty then. Ein Fass Branntwein. Kommt sofort. Na geht doch. Das ist es. Das ist das Fass mit der Markierung. Was hast du gesagt? Ach, nichts weiter. Danke für die Lieferung. Solange du zahlst, liefere ich. Mach's gut. Jorge hat auf das Fass keine Steuern bezahlt. Dabei werden von den Steuern Straßen gebaut, die Alten und Kranken gepflegt und meine Äpfel bezahlt. Das wird Herrn Schildträger sehr interessieren. Jo, ja. Zloff hat das Fass ordnungsgemäß bezahlt. Es gehört ihm. Er sollte es abholen lassen, bevor es noch verschwindet. Und? Jorge hat das markierte Fass geliefert. Und hat mich damit hintergangen. Na warte, ich bekomme das Bestechungsgeld, das mir zusteht. Hey! Hallo? Was ist mit meiner Ausnahmegenehmigung? Hey, Herr Schildträger, wir hatten doch eine Abmachung. Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorge über seine Bestechung und ich sitze hier unten fest. Na toll. Hätte schlimmer ausgehen können. Direktor Bloch scheint Gold zu zählen. Große Mengen Gold. Woher hat er das? Bestechung. Hallo, Herr Direktor Bloch. Wetterquarz, haben Sie nicht noch Dinge in der Schule zu erledigen? Ich bin quasi immer noch dabei. Ich hole nur gerade Werkzeug aus der Stadt. Nun gut. Ich muss gestehen, dass mich Ihre Leistungen am heutigen Tage nicht enttäuscht haben. Ja? Ich habe nichts erwartet. Deswegen war ich weder überrascht noch enttäuscht, dass Ihre Ergebnisse im Vergleich zu denen einer diplomierten Fachkraft abfallen. Arschloch. Was tun Sie da, wenn ich fragen darf? So viel Gold wird man doch kaum als Schuldirektor verdienen. Natürlich nicht. Das Gold ist für den Wahlkampf der Ratsvorsitzenden. Ich bin der Schatzmeister Ihrer Partei. Einige Leute wollen anscheinend wirklich dringend, dass die Ratsvorsitzende siegt. Natürlich. Sie sehen ihre Spenden als Investition in die Zukunft. Und sie wissen, wie man etwas bewirken kann. Aha. Ich glaube, sie geben mir unfair schwierige Aufgaben, damit ich sie nicht schaffe und sie mich loswerden können. Oh, ich werde sie mit ganz gewöhnlichen Aufgaben los, Wetterquarz. Es ist nicht ihre Schuld. Man hätte sie nicht in eine Position bringen dürfen, in der sie mit Aufgaben konfrontiert werden, die ihre Ausbildung und ihre Fähigkeiten übersteigen. Ich muss weiter. Ich erwarte Sie morgen nach der Einweihungsfeier zum Mitarbeitergespräch. Dann werden wir uns über Ihre Leistung unterhalten. Sehr wohl. Ich und mein Golem werden es Ihnen schon zeigen. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Jorge hat das Fass geliefert und keine Steuern dafür bezahlt. Und das soll ihm Probleme bereiten? Herr Schildträger verhaftet ihn gerade. Oder redet mit ihm. Oder so. Die beiden mögen sich nicht besonders, aber sie sind von denselben Leuten abhängig. Sie werden sich nicht gegenseitig. Grump? Kaputt kloppen! Nein. Ans Bein pinkeln. Richtig. Wenn ich nur dabei wäre, dann könnte ich aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Ist doch immer wieder nett, mit den beiden zu reden. Hallo, Grump. Oh, Willibur. Oh, er mag uns. Bist du dir sicher, dass du Van Buren wählen willst? Kleine Frau mit großer Frisur weiß, wie's geht. Hat viel Gold und viel Erfolg. Und du meinst, wenn du sie wählst, bekommst du das auch? Klar.
Versprechen. Schon. Aber ich glaube, der kleine Mann ist bei Erzmagier Alistair besser aufgehoben. Bin ich klein. Und wenn Grump bald reich und mächtig, kleine Leute sollen Grump nicht sein Geld wegnehmen. Na toll. Bevor ich Zauberer geworden bin, habe ich in einer Zwergenkneipe im Weißkammgebirge gearbeitet. Hattest du auch doofen Chef? Ich bin nicht doof. Grump müssen immer viel mehr arbeiten als Sloth. Nur weil du so ungeschickt bist. Wir arbeiten beide gleich viel. Ich vielleicht sogar ein wenig mehr. Gasthaus zu viel Arbeit. Kaum noch Freizeit. Tschüss, Grump. Ciao. Ja, man kann ihn nur gern haben. Swinging Seefels, die Stadt, die niemals schläft. Die Postkarte wurde eindeutig vor dem Krieg verschickt. Sogar der Turm der Zaubererschule steht an seinem Platz. Ein Blatt Papier mit vielen Absätzen in kleiner Schrift. Ausschankgesetz steht drüber. Vielleicht Regeln für verschiedene Trinkspiele? Interessant. Paragraph 1, Absatz 1. Trinke mit Verstand. Wenn kein Verstand verfügbar, trinke ohne. Also immer. Und hier? Paragraph 6, Absatz 5. Es ist verboten, Gremlins nach Mitternacht Snacks anzubieten. Das ergibt Sinn. Paragraph 14, Absatz 2. Der Wirt ist nicht verpflichtet, Vampire zu bedienen. Das scheint eine lange Liste von Regeln zu sein, die für Wirtshäuser und ihre Gäste gelten. Praktisch. So kann man jederzeit nachlesen, ob sich eine feuchtfröhliche Feier noch im Rahmen der gesetzlichen Verordnungen bewegt. Eine Sorge weniger. Können wir vielleicht heimlich was dazu schreiben? Natürlich nicht. Es gibt einen ganzen Haufen Paragraphen hier. Das Blatt ist so klein und dicht beschrieben, dass es Paragraph 9 Absatz 1. Zwergen-Starkbier darf nur in speziell gesicherten unterirdischen Bunkern ausgeschenkt werden. Zum Glück wissen die nichts vom Kellermeister zu Hause im Weißkammgebirge und unserem kleinen Zwergen-Starkbier-Abenteuer. Ja, das war noch Zeit. Es gibt einen ganzen Haufen Paragraph 9 Absatz 1. Zum Glück wissen. Oh, da können wir was nehmen. Die Postkarte. Sieht ja schick aus. Ach, kann man jetzt schnell reisen oder wie? Ich kann die Oberstadt nicht betreten. Das Tor ist versperrt. Die Postkarte geht als Schnellreisepunkt. Gut zu wissen. Irgendwann hatten Meister Markus und Jorge genug von diesem seltsamen Rollenspielapparat. Och. Ich dachte schon, Meister Markus hätte seine Liebe zu Fantasiewelten hinter sich gelassen. Aber jetzt dieses Live-Rollenspiel? Ich mache mir Sorgen. Irgendwann lebt er ganz in seiner Welt voller Fahrräder, Steuererklärungen, Mikrowellen und Softdrinks und vergisst darüber die reale Welt. Ja, wer kennt das nicht? Als Kamin macht das Ding eine gute Figur. Und auch der Eberkopf aus dem alten Gasthaus hat seinen Platz gefunden. Ich muss sagen, mir gefällt die Kneipe insgesamt sehr gut. Hoffen wir, dass ich hier in ein paar Tagen mit Remy und dem Erzmagier auf den Wahlsieg anstoßen kann. Was ist da am Tisch? Ich war hier seit der Neueröffnung noch nicht. Ich hatte so viel in der Schule zu tun. Ist hübsch geworden. Wenn auch eine seltsame Mischung aus rustikal und elegant. Ich hoffe, dass ich heute Abend in meinem eigenen Bett schlafen kann. Ein Bett hier im Gasthaus dürfte meine finanziellen Mittel übersteigen. Remy hat sein Glas stehen lassen. Da ist eine Markierung drauf. 2 Zentiliter steht daneben. Für die meisten Leute ist das nur ein kleiner Schluck. Aber für eine Ratte ist das schon eine ordentliche Menge Alkohol, schätze ich. Einfach mal mitnehmen. Irgendjemand hat einen Eimer mit Wasser neben die Feuerstelle gestellt. Normalerweise wird in Seefeld Sicherheit nicht groß geschrieben.
Aber bei einem Feuer zwischen all den Holzhäusern wird schon mal eine Ausnahme gemacht. Das Wasser im Eimer ist zu Eis gefroren. Das Wasser... An der Feuerstelle wärmen sich in Papier, Holz... Jut. Das ist die erste und beeindruckendste Straßenbarrikade, die ich jemals gesehen habe. Die Protestler haben alles, was sie gerade finden konnten, zu einer hohen Mauer aufgetürmt. Ohne einen Troll kommt dann niemand durch. Ja, wir kennen zwar einen, aber der wird uns wahrscheinlich nicht helfen. Das hier sieht aus wie eine Klappe. Hallo? Tatsache. Sprichst du etwa mit dem Feind? Wer seid ihr denn? Mein Name ist... Psst. Wenn du jedem Agenten der Regierung unsere echten Namen verrätst, gefährdest du die ganze Organisation. Wie wollen wir uns nennen? Mein Name ist, Peter. Nein, Paul. Neben mir steht, J. Punkt. Okay. Dein Name ist Paul? Aber du bist doch eine Frau. Geschlecht ist eine von den patriarchischen Gesellschaftseliten antrainierte Fiktion. Oh, das wusste ich nicht. Für was protestiert ihr denn? Wir protestieren gegen Ausnutzung, gegen Diskriminierung, gegen Armut und gegen die Zerstörung der Umwelt. Wow, das sind wirklich alles wichtige Themen. Was wollt ihr unternehmen? Wir tun doch schon was. Wir fordern, dass sich etwas ändert. Wir haben eine Unterschriftenaktion gemacht. Und wir stellen einen Forderungskatalog auf. Es gab da einige Verzögerungen wegen der Genderneutralität. Wie weit bist du? Liebe Kämpferinnen, liebe Sympathisanten und Innen, liebe Brüderinnen und Schwestern. Um nochmal auf das Dinge ändern zurückzukommen. Wenn du einen Unterschied machen willst, kannst du Gefällt mir auf einen Zettel schreiben und ihn durch die Luke reichen. Okay. Dann weiß jeder, dass du unsere Sache unterstützt. Okay, Social Media mal anders. Wenn ihr für Veränderungen und Gerechtigkeit seid, gebt ihr vermutlich Erzmagier Alistair eure Stimme, oder? Die Wahl ist ein Witz. Ein korrupter Politiker wird durch einen anderen ersetzt und im Hintergrund ziehen immer dieselben Leute die Fäden. Bei der Ratsvorsitzenden mag das so sein, aber beim Erzmagier? Big Mana hat ihn doch voll in der Tasche. Genau, der magisch-industrielle Komplex, der auch schon für den Krieg verantwortlich war. Also, stellt ihr einen eigenen Kandidaten auf? Ach was, das hat doch keinen Sinn. Wir tun das Einzige, das zum Erfolg führen wird. Wir protestieren. Ja, nur ohne richtiges Ziel wird das nicht. Und vielleicht kann ich ja dem Erzmagier einige eurer Forderungen mitteilen und wir schauen, was sich umsetzen lässt. Wir fordern, dass in Aventasien niemand mehr ärmer sein darf als der Durchschnitt. Ist das mathematisch nicht unmöglich? Ja, irgendwie schon. Keinesfalls. Wenn jeder Bewohner exakt gleich viel Gold bekommt, ist niemand ärmer als der Durchschnitt. Aber wenn jeder die gleiche Menge Gold bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen, warum sollte sich dann noch jemand anstrengen, um das Gold zu verdienen, das dann verteilt werden kann? So etwas kann nur jemand fragen, der zu den reichen Eliten gehört. Oh bitte, Wilbur ist doch nicht reich. Er hat sich für einen Apfel verkauft. Habt ihr die Barrikade gebaut? So ist es. Gefällt sie dir? Ja, ist schön. Aber sie versperrt irgendwie die ganze Straße, oder? Wir lassen euch da oben austrocknen, bis ihr uns gebt, was wir wollen. Die Oberstadt wird durch Luftschiffe versorgt. Wir weichen keinen Schritt, bis ihr hungernd und frierend vor uns steht. Aber wir haben genug zu essen. Und wenn mein Hasenschaf nicht immer mein Bett beschlagnahmen würde, müsste ich auch nie frieren. Ich hab dir doch gesagt, das funktioniert so nicht. Wir protestieren hier und ihr könnt nichts dagegen tun. Okay. Alles klar bei euch in der Unterstadt? Könnte nicht besser sein. Das Feuer des Protests lodert hell. Die Menschen werden zusammengeschweißt durch die gemeinsamen hehren Ziele. Und aus Platzmangel. Warum habt ihr die Barrikade hier errichtet und nicht oben am Stadttor? Das hätte euch jede Menge zusätzlichen Platz verschafft. Und außerdem wäre dann das Gasthaus auf unserer Seite. So kann man unsere Barrikade besser sehen.
Die Eliten sollen zittern vor unserer Entschlossenheit. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Du versuchst offensichtlich, einen Keil zwischen uns zu treiben, Agent. Siehst du? Die Bonzen versuchen, uns zu sabotieren. Sie haben Angst. Das ist ein gutes Zeichen. Ich muss weiter. Möge der Protest niemals enden. Ja, wird schon schief gehen. Aber wir haben doch den Pin. Klopf an die Luke. Ja. Gib dem Protester den Pin, genau. Ich sollte den Pin nicht einfach weggeben. Vielleicht brauche ich ihn später noch. Ach, Menno. Hätte auch super geklappt. Hä? Wo ist der Junge wieder hin? Würde ich nicht wissen, wem das Plumpsklo gehört, fände ich das... Ich bin mir sicher, man kann sich den Schlüssel für eine kleine Gebühr von Jorge abholen. Wenn ich es den beiden doch nur heimzahlen könnte. Ha. Das ist einer der Zugänge in die unterirdische Welt der Ratten. Die Ratten sind eine der größten Bevölkerungsgruppen in der Stadt. Aber viele sehen in ihnen keine echten Bürger und sie haben nicht viele Rechte. Remy und der Erzmagier versuchen das schon lange zu ändern. Aber manche meinen, die Ratten seien illegal in die Stadt gekommen und nicht viel besser als Ungeziefer. Diskriminierung, das können wir auch nicht dulden. Als Seefels am Ende des Krieges beinahe eine Geisterstadt war und die Ratten nicht genug Nahrung fanden, habe ich ihnen geholfen. Seitdem sind wir Freunde. Seit Remy Geheimdienstchef geworden ist, sehe ich ihn allerdings nicht mehr so häufig wie früher. Also macht er seinen Job gut. Vor den Toren der Stadt leben im Moment mehr Leute als innerhalb ihrer Mauern. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Es gab Tage, da reihte sich ein solcher Wagen an den nächsten und die Straße war bis zum Horizont mit ihnen gefüllt. Dieser Karren steht schon lange hier. Seltsam, dass er weder für die provisorische Zeltstadt noch für die Barrikaden benutzt wurde.